Der Ball drin, 17 zu 5. So, auf geht's. Zweite Halbzeit, Grün-Weiß Schwerin gegen den Malchow SV. Jetzt der Schiedsrichter weist nochmal die Spielerin darauf hin, dass Abstand zu gelten hat. Und dann geht's los. 17.5. der Spielstand für Grün-Weiß Schwerin. Und der erste Treffer bahnt sich da an. Aber er wird nicht erzielt von Vivian Suhr. Der Ball geht an den Pfosten. Und dann machen sie das Spiel eng auf Malchower Seite. Und dann kommt auch die Torhüterin mit raus. Als Anspielstation natürlich keine schlechte Möglichkeit. Und Fuß. Und er war gut abgefangen. Es gibt Einwurf für Malchow. Und das Tor von Vivian Suhr. Und jetzt gibt es noch die gelbe Karte hinterher wegen Haltens. Anna Kuhl. Kommt. Gelb und 7 Meter. Und ebenfalls gelbe Karte jetzt gegen Grün-Weiß Schwerin. Und 7 Meter für Malchow. Bisher nicht so erfolgreich. Und auch diesmal gehalten. Schwerin kommt jetzt nicht so mit dem Tempo, aber Friedron. Claude. Mit Treffer. Nummer 7. Oder vergisst du den Ball? Und der Konter läuft. Und gehalten den Ball. Und der Wurf von außen, spitzer Winkel, eigentlich keine richtige Tormöglichkeit. Und der schnelle Konter von Schwerin, Vivian Suhr. Und der Treffer. Ihr siebter. Freiwurf für Malchow. Und schön mal hochgestiegen, mal den Wurf gesucht. Schaltet an der Torhüterin. Und hier hat sie schön aufgepasst. Claude traut sie sich nicht, selber zu gehen, zu springen. Und dann hat sie nicht mehr den Schwung. Und den 7 Meter. Und jetzt gibt's die zweite 2 Minuten bereits. Gegen Schwerins Nummer 2. Und der 7 Meter wieder gehalten. Es bleibt beim 20 zu 5. Oh.
und Fuß. Und das geht. Und, schöne Finte und der Ball ist dann auch drin. Luisa Anheiden. 21:5. Er hat seinen Ball an den Kopf bekommen, das hat wehgetan, aber es geht weiter. Und Freiwurf. Los Schmidti, jetzt machen wir einen ordentlichen Neuner. Da war seine Hand dran, Freiwurf. Oh, Schleuderwurf. Aber jenseits von Gut und Böse. Und eine teurere, leichte Schwierigkeiten, den Ball zu fangen, aber es gibt Abwurf und Grün-Weiß-Schwerin wieder mit Tempo. Der zweite Ball wird vom Schiedsrichter entsorgt und das Tor von Johanna Helms. Es gibt einen Wurf von der Ecke. Da waren sie noch am Arm dran. Aber trotzdem das Tor von Vivien Suhr. Und da scheitert sie mit dem schnellen Lauf an der Torhüterin. Nora Westphal. Und das war ein klasse Wurf von Friedrun Claude. Ja. 24:5. Und dann nochmal die klare Erklärung, der Fuß muss auf die Linie und jetzt gibt es 2 Minuten. Gegen Vivien Suhr, da hängt sie wieder am Arm. Und der Tempospiel und das Tor von Anna Schiller. Keine Konfusion eben mit dem Eichhörer Trainer, der sagte, es war noch 2 Minuten Strafe. Johanna Helms. Hat er nicht eben 2 Minuten? Jetzt gibt es Auszeit nach der kurzen Konfusion, also nochmal zur Erklärung. In der D-Jugend darf bei 2 Minuten Strafe noch aufgefüllt werden.
So, 26 zu 5 für Grün bei Schwerini Ausseite. Beendet. Und Annalena Mill mit der Wurfchance. Scheitert an der Torhüterin. Da muss sie am Spiel mit beiden Händen diesen Ball geprallt. Und das Tor von Johanna Helms, 26:5. Und ja, auch das Tor für Malchow.